Seid gegrüßt, meine lieben Freundinnen und Freunde der Kultur. Heute beschäftigen wir uns mit der Legende von Simon von Trient. Sie gehört zu den sogenannten Blutlügen und ich versuche der Emma irgendwie zu erklären, wie es zu dieser Legende kam und warum diese Legende überhaupt so wichtig wurde. Natürlich hat sie einen guten Teil zum Antisemitismus beigetragen, der bis heute nachwirkt. Aber der Vorrede soll genug sein. Wir schauen uns das in aller Ruhe an und ich wünsche euch und der Emma viel Spaß. Tja, ich werde mich heute an einem Text orientieren, der zu finden ist in der Schädelchen Weltchronik. Das war damals so ein Buch, das man heute vergleichen kann mit Werken wie Alles, was man wissen muss. Das war also eine Universalgeschichte. Nur damals wurde noch nicht so genau getrennt zwischen Historie und Fiktion und Religion. Also es fand sich dort alles. Religiöses, Historisches, es fand sich Mythologisches, es fand sich Fantastisches, was man möchte. Dennoch, dieses Buch hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erfahren. Es wurde zunächst veröffentlicht 1493 und es gab sowohl eine lateinische als auch eine deutsche Ausgabe. Und es gab verschiedene Ausgaben je nach Wertigkeit. Also es gab so ein einfaches Buch für denjenigen, der nicht so viel Geld im Säckel hatte, und es gab ein sehr aufwendiges Buch, ein Buch für die Bibliophilen sozusagen. Und dazwischen, für denjenigen, der weder zur einen noch zur anderen Seite gehörte, gab es auch nochmal eine Auflage. Man hatte das verlegerisch, also außerordentlich gut gemacht. Wir nennen dieses Buch heute die Schädelsche Weltchronik, weil Hartmann Schädel dafür verantwortlich war. Aber natürlich hat er nicht die ganzen Artikel geschrieben, das wäre gar nicht möglich gewesen. Es ist schon ein richtiger Wälzer, den könnt ihr übrigens auch bekommen als Faksimile-Ausgabe und die ist gar nicht so teuer. Also die kolorierte Ausgabe kostet, glaube ich, so um die 40 Euro. Müsst ihr mal googeln, findet sich sehr schnell. Also Schädel war der Chefredakteur, er war verantwortlich für das Ganze, aber er hatte natürlich Co-Autoren und er hatte auch Illustratoren. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Das Blatt, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das Blatt 254 Verso. 254 Verso. Also es gab immer eine Rektoseite und eine Versoseite. Und das war eben die 254 umgeblättert. Und auf dieser Seite geht es um die Legende des Simon von Trient, die zum damaligen Zeitpunkt natürlich alles andere als eine Legende war und auch gar keine Legende sein wollte. Hierzu müssen wir uns natürlich das Bildchen anschauen. Den Text seht ihr im Hintergrund. Ihr könnt ja mal versuchen, so ein bisschen hineinzulesen. Es funktioniert nach meiner Erfahrung relativ schnell. Ja, es ist natürlich in einem Deutsch geschrieben, das uns heute einigermaßen fremd ist, aber man kann, wenn man sich so ein bisschen reingelesen hat, das ziemlich flüssig herunterlesen. Und es ist übrigens auch spannend, den Text und die Illustration miteinander zu vergleichen. Die müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Und wir werden im weiteren Verlauf dieses Videos auch feststellen, dass es da zum Teil eklatante Abweichungen gibt. Jetzt wollen wir uns aber dieses Bild mal angucken. Hier seht ihr also das Bild zum Text. Simon von Trient. Tja, wer war dieser Simon?
Es wird berichtet, Simon sei ein zweieinhalbjähriger Junge gewesen. Im Text steht nit dreimal 10 Monat alt. Und er kam aus dem norditalienischen Trient und er soll entführt worden sein von einem Juden namens Tobias. Und dieser Tobias hat ihn dann in das Haus des Samuel gebracht. Und während der Nacht haben diese beiden und noch 5 weitere Juden namens Vitalis, Moses, Israel und Maja diesen Jungen zu Tode gequält. Sie haben ihn sozusagen gefoltert und ausbluten lassen. Das war eine Art Ritualhandlung. Auch darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Die Täter wurden dann ergriffen. Sie wurden natürlich unter der Folter einem Verhör unterzogen. Sie haben genauso natürlich gestanden und sind verbrannt worden. Das ist die Kurzfassung der Simon-Geschichte, welche sich, was den Nachklang anging, also das Inhaftieren, Foltern und Verbrennen der Juden, tatsächlich so abgespielt hat. Die Ermordung soll, wie der Text sagt, am 21. Tag des Märzen, also am 21. März, stattgefunden haben. Und der Text gibt auch den Grund an, warum gerade dieser Tag gewählt wurde. Denn es war das jüdische Ostern. Der Text sagt weiterhin, Simon wurde entführt am dritten Tag vor Ostern. Das wäre also der Gründonnerstag gewesen. Das Passachfest der Juden wird gefeiert vom 15. bis zum 22. Nisan. Und der 15., der erste Tag, da wird das sogenannte Sederfest begangen. Und zu diesem Sederfest wird die Matze verzehrt. Das heißt, da brauchten sie schon dieses unschuldige christliche Blut. Und wenn wir jetzt hineinschauen in den historischen Kalender, dann stellen wir fest, der 15. Nisan des Jahres 1475, da soll sich das Ganze nämlich zugetragen haben, fiel auf den 1. April, einem Donnerstag, ja, aber dann kann das Datum 21. März nicht stimmen. Das christliche Osterfest in diesem Jahr wurde am 4. April gefeiert. Hier haben wir also schon eine Unstimmigkeit. Es müsste dann der 1. April gewesen sein. Ja, man kann sagen, vielleicht ist diese Legende sowieso ein Aprilscherz, aber es ist ein Aprilscherz ungutester Art und hat mit Sicherheit viel Leid gebracht, nicht nur für die Angeklagten, sondern überhaupt für viele Juden in vielen deutschen Städten. Nun schauen wir uns einmal den Schauplatz des Geschehens an. Wir haben ja gehört, Tobias hat den Jungen entführt und hat ihn in Samuels Haus gebracht. So berichtet es der Text. Aber schaut euch das Bild an. Was ist das für ein Haus? Da stehen Samuel und Maja sogar auf dem Tisch und dennoch stoßen sie mit ihren Köpfen nicht an die Decke. Es muss also ein sehr, sehr hoher Raum gewesen sein. Das kann eigentlich kein Wohnraum sein. Der Illustrator hat sicherlich etwas anderes dabei im Sinne gehabt. Ich glaube, er dachte hier eher an die Kulisse einer das heißt einer Synagoge, in der das Martyrium dieses Jungen stattfand. Ja, da fragt man sich, hat der Illustrator den Text vorher gelesen oder war er relativ frei in seiner Deutung und hat das nicht mit dem Text abgeglichen? Es war offensichtlich, denn das ist häufig in der Schillerschen Weltchronik so zu beobachten, es war offensichtlich nicht ganz so wichtig, dass Text und Illustration hundertprozentig übereinstimmten.
Das, was für uns heute ein direkter Stein des Anstoßes war, damals hat man das nicht als wirklich relevant empfunden. Und das gilt eben auch für das Personal. Der Text spricht von 6 Männern, nämlich von Israel, Moses, Tobias, Maja, Samuel und Vital. Auf dem Bild sehen wir aber noch 2 weitere Männer, nämlich Angelus und Seligmann. Und wir sehen sogar eine Frau, die Grunera genannt wurde. Und wenn wir uns diese Personen und die Ikonografie dieser Personen anschauen, dann ist es eine für die damalige Zeit geläufige. Man entdeckt den gelben Ring, den Juden ja in vielen Städten tragen mussten, der sie als Juden ausgab und erkenntlich machte. Auch diese stereotype Physiognomie, diese sogenannte Judennase, hat der Illustrator nicht vergessen. Und wenn wir dann zwischen diesen Personen noch mal eine kleine Unterscheidung machen wollen, dann lassen sie sich teilen in eine eher passive und eine eher aktive Gruppe. Beschäftigen wir uns zunächst mal mit der passiven Gruppe. Da haben wir also zunächst mal die Frau, die Grunera, die links in den Raum tritt. Sie hat eine brennende Fackel in der rechten Hand und in der linken hält sie so einen Stoß von Nägeln oder übergroßen Nadeln. Das sind offensichtlich die Marterwerkzeuge, die sie gerade beibringt. Grobe Züge hat ihr Gesicht, also nichts Frauliches, nichts Weibliches. Auch die anderen Personen sind allesamt grob gezeichnet, mindestens gesetzten Alters. Am Kopfputz der Dame lässt sich wahrscheinlich erkennen, dass sie verheiratet ist. Sie trägt eine Haube, daher kommt ja der Ausdruck unter die Haube kommen. Und an ihrem Gürtel hängt ein Schlüsselbund. Das ist relativ interessant, denn wenn man hier dem Text folgt, dann wäre sie also die Frau des Samuels, ne? Denn sie hat ja einen Schlüssel zu diesem Haus und es soll sich ja um Samuels Haus handeln. Wenn wir aber der These folgen, dass es sich hier eher um eine Synagoge handelt, dann wäre dieser Schlüsselbund auch plausibel, denn es gab Personen und die waren nicht selten weiblich, die dann eben bestimmte Verrichtungen, wie zum Beispiel das Saubermachen und so weiter, in den Synagogen übernahmen. Und hier könnte der Illustrator dann im Sinne gehabt haben, dass diese Frau eben solche Verrichtungen ausführte und ihre Zugangsberechtigung sozusagen ausnutzte, um die Männer abends in die Synagoge zu lassen, wo sie dann ihre Tat ausüben konnten. Und hinter der Frau sehen wir Israel. Wahrscheinlich entsprechend seines Namens verkörpert er ikonografisch so den typischsten Juden in dieser Gesellschaft. Er trägt einen Kaftan, hat langes Haar, einen durchaus uneuropäischen Bart, er trägt sogar einen Judenhut. Mit seiner rechten Hand weist er auf das Kind und in der linken hält er, ja, es ist schwer zu sehen, einen oder mehrere Gegenstände, bei dem es sich auch um einen Nagel oder um Nadeln handeln könnte. Interessant finde ich seine Körperhaltung. Er scheint sich nicht dieser Szene zuzuwenden, er scheint sich sogar abzuwenden. Und dazu passt auch seine Mimik. Wenn man so möchte, kann man, finde ich, eine gewisse Abscheu herauslesen vor dem, was da gerade passiert. Es ist auf jeden Fall eine Figur, die nicht ganz passt in das Gesamtbild. Eine Figur, die herausfällt. Da müsste man den Illustrator fragen, was er sich dabei gedacht hat.
Ebenfalls passiv, was das aktive Foltern angeht, ist Samuel, der laut Text vorgebliche Hausherr. Aber ich habe erläutert, weshalb ich das eigentlich nicht glaube, dass das sein Haus ist. Ja, er hält den Jungen eigentlich nur in Anführungszeichen, wobei dieser rote Kapuzenmantel natürlich sehr stark in den Blick fällt und den Jungen sozusagen wie eine rote, blutige Aura umgibt. Auch das werden wir später noch ein wenig thematisieren. Am rechten Bildrand sehen wir dann Seligmann. Seligmann ist auf einen Stock gestützt. Er trägt ein verschiedenfarbiges Unter- und Obergewand, einen Turban. Und das ist natürlich ein Kleidungsstil, der eher zu den wohlhabenderen Menschen dieser Stadt passt. Seine linke Hand macht so eine Geste, die man ja als irgendwie etwas anzeigend verstehen kann. Vielleicht hat der Künstler ihn als den Überwacher oder als den Dirigent dieser Prozedur darstellen wollen. Dazu würde natürlich auch sein offensichtlich hohes Alter auch nochmal unterstrichen durch das Stützen auf den Stock passen und sein offenbarer Wohlstand, den dieser Mensch durch seine Kleidung repräsentiert. So, und der letzte aus der Reihe der Passiven, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist Angelus. Ja, merkwürdiger Name für einen Juden, Angelus. Er hält die Schale. Ne? Er hält die Schale und fängt das Blut auf, das aus den Körperwunden des Knaben fließt. Und seine rechte Handfläche weist so ein bisschen nach oben. Vielleicht so eine Art flehender Gestus gegenüber seinem Gott. Wer weiß es schon, wir müssten den Illustrator fragen, aber das können wir leider nicht. Nun, was sagt der Text? Ich zitiere: Nu entblößeten sie das Kindlein und legten ihme ein Fassiletlein, das kann eine Leine sein, um sein Hälslein, dass man es nit schreien hören möcht, und spanneten ihme sein Ärmlein aus. Ja, das kann man beobachten. Das ist von der Darstellung tatsächlich so übernommen worden. Die Leine allerdings, die man auf der Darstellung gut erkennen kann, gibt auch ein bisschen Rätseln auf. Denn was ist da gemeint? Diese Leine ist ja nicht an einem höheren Punkt fixiert. Und diese Leine hält auch niemand in der Hand, der also gerade dabei ist, diesen Jungen zu erdrosseln. Der Sinn der Leine besteht ja darin, dass man den Jungen am Schreien hindern wollte. Man hätte dann also diese Leine, wenn ich der Darstellung des Bildes folge, straff ziehen müssen, verknoten müssen. Dann wäre allerdings die Todesprozedur keine allzu lange gewesen, dann hätte das Kind höchstens 10 Minuten überlebt. Also hier ergibt sich dann aus der Darstellung der Leine auch so eine kleine Unstimmigkeit der Illustration mit dem Text. Warum? Was Text und Illustration beide gleich macht, ist das Ausbreiten der Arme des Jungen. Warum diese Arme ausgebreitet werden, das sagt der Text nicht. Aber ich meine, wir alle sehen doch, und vor allen Dingen der zeitgenössische Betrachter und Leser dieses Werkes sehen doch die Ähnlichkeit zum gekreuzigten Christus, ne, die Imitatio Christi, die da
einfach interpretatorisch nahegelegt wird. Das kann man ja, also diese Haltung des Jungen kann man ja gar nicht anders auffassen. Also hier wird klar daran erinnert an den gekreuzigten Christus, und durch diese Erinnerung wird dieser Junge gleichsam auch optisch in die Szene eines Märtyriums gesetzt und damit eben auch selbst zum Märtyrer. Ganz wichtig, wenn man die Absicht hat, heilig gesprochen zu werden, dann kann es durchaus hilfreich sein, wenn man für den wahren Glauben gestorben ist. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Ich zitiere nochmal: Schnitten ihm erstlich sein männlich Gliedlein ab. Ja, das tut Moses. Hier sehen wir ihn also bei der Arbeit nochmal in einem Bilddetail. Man nennt das Penektomie, und Moses, ja, man kann schon sagen, er ist ziemlich gleichmütig bei der Sache. Ja, so mit chirurgischer Präzision, professioneller Distanz, könnte man fast sagen, macht er da seinen Schnitt mit so einem Skalpell-ähnlichen Messer. Ja, und das Glied des Jungen hat er schon in der linken Hand. Also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier ein Profi am Werke ist. Das ist kein Anfänger, der das zum ersten Male tut, sondern der weiß, was er tut. Und dieser Eindruck soll natürlich beim Betrachter auch hervorgerufen werden, denke ich. Der Illustrator wollte zeigen, das sind Leute, die machen das nicht zum ersten Mal. Das hat gute alte Tradition, gute alte in Anführungsstrichen gesetzt, natürlich, ne? Überhaupt, die meisten dieser Personen sind ziemlich teilnahmslos bei der Sache, als führten sie ein Geschäft durch, eine fabrikähnliche Verrichtung. Der einzige, den man vielleicht von allen Beteiligten ein bisschen oder einen Anflug von Empathie bescheinigen könnte, oder vielleicht auch einen gewissen Schrecken, das ist Israel, den wir eben ja schon erwähnt haben als eine Figur, die da ein bisschen heraussticht. Aber ansonsten sind die Männer da ziemlich teilnahmslos. Und der Moses trägt an seinem Gürtel einen Beutel. Und wenn man genauer hinschaut, dann scheinen sich da wohl Münzen darin zu befinden. Und auch das assoziierte der zeitgenössische Leser sehr leicht, zum einen durch das Schachern mit Geld, welches ja den Juden immer vorgeworfen wurde, aber natürlich auch die Assoziation an das Blutgeld, das Judas für seinen Verrat an Jesus erhielt. Und da macht es da natürlich Sinn, dass dieser Mensch mit diesen Münzen ausgestattet derjenige ist, der dem Jungen den Penis amputiert. Ob damit auch eine symbolische Absicht verbunden war, ich weiß es nicht. Das müsste man noch mal genauer recherchieren. Für mich ist vordergründig die Assoziation mit Judas und dem Verrat an Jesus Christus das, was mir als erstes in den Sinn kommt. Der Text berichtet weiter, ich zitiere: Und aus seinem rechten Wänglein ein Stücklein, und stachen es allenthalben mit scharfen, spitzigen Stacheln, Heftlein oder Nadeln, einer die Händ, der ander die Füßlein haltende. Ja? Gut, das Bild zeigt doch ein bisschen was anderes. Wir sehen, Samuel hält den Jungen unter den Achseln gefasst. Ja? Und hält ihn somit in aufrechter Position. Und seine Füße werden entgegen des Textberichts nicht fixiert. Daraus lässt sich wahrscheinlich
vermuten, dass der Autor ein anderes Szenario vor Augen gehabt hat als dieser Holzschnitter Michael Wohlgemuth. Denn die Beschreibung legt nahe, dass der Junge auf den Tisch gelegt wurde. Ne? Und dort haben ihn dann zwei Männer an Händen und Füßen gepackt, während die anderen die Torturen vorgenommen haben. Und auf dem Bild sehen wir aber Meyer, der mit ziemlich unbewegter Miene Simons linken Arm hält und ihm mit einer Nadel eine Verletzung in seinen Bizeps zufügt. Ne? Sein Blick aber ist weder auf das Tun noch auf die anwesenden Personen irgendwie gerichtet. Nahezu, ja, hat es den Anschein, er könnte fast blind sein. Ja, also auch das wäre natürlich so eine Assoziation, ne? Der macht das eigentlich, der macht das schon blind. Ne? Der hat das schon so oft gemacht, das kann er auch als Blinder ausrichten. Er weiß, wo er diese Entschuldigung, wo er diese Nadeln hineinzustechen hat. Ne? Aber zumindest ist er mal blind für die Leiden dieses Jungen. Ne? So wie seine Vorfahren eben auch blind waren für die Leiden des Christus. Diese Assoziation drängt sich wiederum auf. Und Vitalis sticht mit seinem Werkzeug unterhalb von Simons linker Brust. Ja, also man kann sagen, irgendwo, auch wenn es nicht ganz anatomisch korrekt ist, ins Herz. Damit ist die Verbindung zum Herz Jesu als Symbol der Liebe und der Sakramente hergestellt. Das werden die Zeitgenossen ganz sicher leicht getan haben. Tobias setzt seine Nadel ins Zentrum von des Jungen rechter Brust und er scheint auch gar nicht so sehr konzentriert zu sein auf sein Werk, denn sein Blick geht hoch zu Simon. Ne? Und wenn ihr euch das anschaut, dieser Blick wird sogar erwidert von dem Jungen. Und der Gesichtsausdruck des Tobias, ja, er hat so ein spöttisches, boshaftes Lächeln. Zumindest ist das mein Eindruck. Er ist eigentlich die einzige Figur, vielleicht noch mit Ausnahme von Samuel, der man so eine gewisse sadistische Freude ansehen kann. Ne? Was auch vielleicht gar nicht unwichtig ist, er ist offenbar Linkshänder. Und wir wissen, Linkshändigkeit, das heißt die Bevorzugung der linken, der schlechten Hand, wurde im Mittelalter häufig auch verknüpft mit einem gleichsam schlechten Charakter. Ne? Und bis heute gibt es ja im Deutschen das Wort Sinister, was Sinistra auf Italienisch einfach links bedeutet. Auf Deutsch hat es eine pejorative Bedeutung. Und auch der Ausdruck link, den wir ja im Deutschen benutzen, der sowas wie hintertrieben oder so bedeutet, leitet sich auch aus dieser Tradition ab. Aber bei alledem geht es um Blut. Ja, das Blut Christi, das Blut des Jungen, das Blut, welches angeblich verwendet wurde, um daraus ungesäuertes Brot zu backen. Daher ist dieser physiologische Bezug zum Blut äußerst wichtig. Wir sehen hier verschiedene Stadien. Einmal aus der Armwunde fließt noch kein Blut. Wahrscheinlich der Moment, in dem die Nadel gerade erst ins Fleisch gebohrt wurde. Die beiden Verletzungen am Oberkörper, da kommt eine ganze Menge Blut heraus. Wurden wahrscheinlich offenbar gerade erst zugefügt. Denn wenn ihr euch den Blutfluss anschaut, der ist erst bis zur Hüfte des Jungen gelangt, ist also noch nicht in die Schale getropft.
Und ein regelrechter Blutstrom kommt natürlich aus der Wunde des abgeschnittenen Glieds, ne? Also das hat der Illustrator Michael Wohlgemuth mit breiten Strichen dem Leser vorgeführt. Und natürlich in der kolorierten Ausgabe, die für die Bibliophilen, da ist das ein sattes Rot gewesen. Und das führte dem Leser natürlich drastisch den Schmerz und die Verletzung dieses Jungen vor Augen. Und das Blut ergießt sich halt in die Schale, die von dem Angulus so positioniert worden ist, dass kein Tropfen dieser kostbaren Flüssigkeit verloren geht. Ich zeige euch aber auch noch mal im Detail den Moses. Ja, da sehen wir also wirklich einen großen Schwall Blutes. Die Schale ist gelb koloriert, entschuldigt bitte. Meine Stimme ist heute etwas belegt. Sie ist gelb koloriert. Das könnte natürlich hindeuten darauf, dass sie ein goldenes Gefäß ist. Ton oder Holz wäre da eher unwahrscheinlich. Und auch das wiederum zeigt eine Assoziation, nämlich die Assoziation zur Weinschale und zur Hostienschale in der christlichen Eucharistiefeier, in der sogenannten Transsubstantiation. Ja, denn die Katholiken glauben ja, müssen es zumindest glauben, dass während der Eucharistiefeier der Wein in wirkliches Blut Christi und die Hostie in den wirklichen Leib Christi verwandelt wird. Und hier sehen wir also eine pervertierte Umkehrung dieser Transsubstantiation. Also eine völlig blasphemische, ja, man möchte sagen, satanische Umkehrung. Ja, denn hier wird christliches Blut zum Motiv des Ritualmords gemacht. Und die Kraft, die Wirksamkeit des christlichen Blutes wird anerkannt von den Juden. Ja, sie benötigen dieses christliche Blut sogar für die Herstellung ihres ungesäuerten Brotes, indem sie dieses Blut eines unschuldigen Christen eben beimischen möchten. Und auch das ist eine Art Eucharistie, aber eben eine Anti-Eucharistie, eine satanische Eucharistie. Der Text berichtet weiter: Dohuben sie an Lobsang zu singen und zu dem Kindlein mit höhnischen Bedrohworten zu sprechen. Nimm hin, du gehangener Jesu. Ne? Also haben dir etwen unser Eltern getan. Also sollen alle Christen in Himmel, auf Erden und Meer geschänt werden. Hier geht es also um Christenmord, einen ritualisierten, von der jüdischen Religion nicht nur sanktionierten, sondern sogar auferlegten Tötung der Christen. Dass sich das in der Historie in aller Regel vollkommen umgekehrt verhielt, das sagt der Text natürlich nicht. Also beide, Text und Darstellung, sprechen von einer Korrespondenz, ja, man könnte fast sogar sagen von einer Identität des Jungen mit dem gekreuzigten Christus. Aber der Autor des Textes, der geht sogar noch einen ganzen Schritt weiter, indem er dem Leser mitteilt, dass die Juden mit dem Mord an Simon gleichsam die Absicht verbanden, alle Christen auf der Welt zu schänden und zu töten. Ja? Und das formulieren sie, wie das Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, eben relativ deutlich klar macht, das formulieren sie in einer Art Beschwörung. Und diese Beschwörung
klingt nicht von ungefähr und ganz sicher auch nicht ungewollt, sehr ähnlich mit okkulten Beschwörungsformeln oder Zaubersprüchen. Ja, was wissen wir eigentlich über den Simon? Ich meine, historisches Wissen. Wir wissen, dass der Junge der Sohn eines Gerbers war mit Namen Andreas. Der Text sagt das nicht, aber eine historische Forschung hat ergeben, dass es sich wohl so verhielte. Und dieser Simon kam eines Tages einfach nicht nach Hause. Er ist entführt worden, so hieß es. Er war kein gewolltes Opfer. Er war wahrscheinlich zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das wiederum evoziert, dass die Mörder dieses Jungen gar nicht so sehr an diesem speziellen Jungen interessiert waren, sondern dass es ihnen einfach nur darum ging, irgendein Kind christlichen Blutes zu finden und zu entführen. Es sollte ein Kind sein, ja, es sollte unschuldig sein, aber eigentlich spricht der Text nicht davon, dass es unschuldiges Blut sein müsse. Dass das der Leser sehr wahrscheinlich assoziiert hat, ist eine andere Sache, aber der Text spricht nur davon, und das sagt er zweimal, dass es den Juden um christlich Blut ginge. Ja, dass dieses Ritual mit einem Kind vollzogen wird, das mag sein, dass dieses Ritual dadurch einen größeren Wert hat, aber der Text spricht davon eben nicht. Was der Leser mit Sicherheit auch assoziierte, ist diese ganz berühmte und erste Ritualmordlegende des jungen William von Norwich. Auch dabei handelte es sich um ein junges Kind. Und dieser Simon von Trient ähnelt in Gestalt und Aussehen auch dem William von Norwich. Das drückt sich vor allen Dingen im Alter aus, denn wir haben ja eingangs schon gesagt, der Text spricht von einem zweieinhalbjährigen Kind. Das ist auf der Darstellung offensichtlich nicht der Fall. Also dieses Kind ist doch deutlich älter als zweieinhalb Jahre. Dann haben wir das blonde Haar, okay? Man kann sagen, das ist für einen Italiener möglich, wenn auch etwas untypisch. Man kann auch sagen, es handele sich um eine Konzession an die Sehgewohnheiten der deutschen Leserschaft. Ja, dadurch wird der Junge zu einem von uns und die Darstellung wird noch drastischer und ruft noch mehr Empathie und Entrüstung hervor. Und genau das wollte man ja durch diese Ritualmordlegenden erzeugen. Andererseits erscheint es dann doch ein bisschen rätselhaft, weshalb der Künstler beim Alter dieses Kindes dem Text nicht gefolgt ist. Denn da hätte man ja in puncto Empathie und Entrüstung bei einem Kleinkind noch besser agieren können, noch drastischer in der Illustration sein können. Auch der Ausdruck des Jungen wirkt auf mich etwas, also insofern unpassend, als man ja eine Wut freisetzen wollte beim Leser. Eine entrüstete Wut über das Vorgehen dieser Juden. Aber dieser Simon auf dieser Darstellung, ja, dem wurde eben das Glied abgeschnitten, drei Nadeln oder Nägel ins Fleisch gestochen und er schaut den Tobias an, ziemlich unbeeindruckt, ne? Also da ist kein Zeichen des Schmerzes zu erkennen in seinem
Gesicht. Eher könnte man, was natürlich wiederum gut zu einem Heiligen passen würde, so einen Gesichtsausdruck des Mitleids gegenüber seinem Peiniger Tobias feststellen. Ne? Also das ist natürlich sehr befremdlich. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, diese mittel- und spätmittelalterlichen Märtyrer-Illustrationen, die verzichten tatsächlich in aller Regel auf den Leidensausdruck des Gepeinigten. Ne? Das bedeutet nicht, dass die keine Schmerzen empfunden hätten. Es unterstreicht allerdings ihre Besonderheit, ihre Heiligkeit, also durch ihren sichtlichen Gleichmut heben sie sich von dem normalen, frommen Menschen ab. Ne? Und es soll auch zeigen, dass sie sich nicht dem Willen ihrer Peiniger, sondern nur dem Willen Gottes ergeben. Ne? Der Märtyrer nimmt sein grausames Schicksal an, weil er weiß, dass es zum höheren Lobe Gottes geschieht. Ne? Und außerdem ist ihm die Heiligkeit seiner Hingabe auch bewusst. Und somit ist auch der zu erwartende Lohn, ne, im Paradies, in den Kreis der Auserwählten aufgenommen zu werden und einen Platz an Gottes Seite einnehmen zu dürfen, ne, das ist ihm alles klar. Ne? Und vielleicht ist in diesem Aspekt auch der Grund zu suchen, weshalb der Illustrator Michael Wohlgemuth in seiner Darstellung den Jungen, dem Kleinkind, das er eigentlich hätte sein müssen, vorgezogen hat. Ne? Einem Kleinkind würde man natürlich nicht abnehmen, diese Komplexität der heiligen Hingabe zu begreifen. Ne? Die Heiligsprechung war übrigens unbedingt beabsichtigt. Wenn sie nicht sogar der eigentliche Grund für diese Legende war. Aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, wie ging es weiter? Der Text sagt: Und wurfende tote Leichnam in fließendes Wasser nahend bei ihrem Haus und hielten ihr Ostern mit Freuden. Ja, also die Eltern haben das Kind gesucht. Sie fanden es 3 Tage nach seinem Verschwinden. Das war dann natürlich der Ostersonntag, in einem Fluss. Und der Text sagt weiter: Als solchs an Johannsen von Sales, des edlen Bürger von Brixien, kaiserlicher rechten Doktor und desmals obersten Pfleger gelanget, do hieß er nach den Jude greifen und sie mit Marter anziehen. Ja, das bedeutete natürlich die Folter, und die Folter brachte natürlich auch die gewünschte Wahrheit ans Licht. Johannes von Sales war also der zuständige Untersuchungsrichter, hat die Schuldigen ganz, ganz schnell ausfindig gemacht, mit den üblichen Verhörmethoden überzogen, und es gibt sogar einen Bericht, in dem dokumentiert ist, dass Samuel ganze 2 Monate lang gefoltert wurde, ehe er schließlich gestand und verbrannt wurde. Der Text sagt: Mit kypürlicher Straff ausgetilgt. Den Vorsitz dieses Prozesses führte jedoch nicht Johannes von Sales, sondern der Trienter Bischof Johannes Hinderbach. Und dieser sprach dann auch die Todesstrafen aus. Davon sagt der Text allerdings nichts. Ja, ein berühmter Historiker stellte einmal die Frage: Was wollen Bilder wirklich? Ja, und im Zusammenhang mit diesem Blatt 254 Verso in der Schädelschen Weltchronik muss man nicht nur das Bild, sondern eben auch den Text in diese Frage inkludieren. Ja. Vordergründig könnte man ja sagen, Text und Bild wollen den Antisemitismus befördern. Das ist auch bestimmt nicht so falsch. Die Simon-Legende
befindet sich in verkürzter Form über 20 Mal in der Chronik mit einigen erzählerischen Variationen. Ebenfalls findet sich die Hostienschändung darin. Sie wird häufig thematisiert, auch das ja ein jüdisches Ritual, das ihnen unterstellt wurde. Zum Beispiel der Hostienraub in Regensburg, der hat sich angeblich im Jahre 1492 ereignet. Die Darstellung der Judenverbrennung wurde im Ganzen 12 Mal in der Chronik verwendet. Also unabhängig von der Intention des Herausgebers, des Autors, des Künstlers, glaube ich, kann man schon konstatieren, dass Text und Bild zeitgenössische antisemitische Stimmungen sehr bedienen, stärken oder sogar erzeugen. Das betrifft das Allgemeine. Im Besonderen will dieses Blatt 254 aber noch etwas anderes. Und da zitiere ich nochmal den Text. Als der Leichnam auf Befehle Johannes Hinderbachs, Bischofs, daselbst am Flussufer, wo der tote Junge gefunden worden war, bestattet ward, da fing er alsbald an, in Wunderzeichen zu scheinen und aus allen christlich Entgegenden zu dieses heiliges Kindesgrab ein Zulauf zu werden. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es ging. Ja? Also, die Pose des Simons, die grausame Tortur durch so ein antichristliches Ritual, führt den Jungen unmissverständlich dem Leser als Märtyrer vor Augen. Und der Text unterrichtet dann zusätzlich den Leser, dass es an der Grabstelle dieses Jungen zu Wunderzeichen kam. Nicht zuletzt weist der Text ebenfalls darauf hin, dass diese Begräbnisstätte bereits zu einer Pilgerstätte geworden ist, die von weit her Gläubige anzieht. Die Attraktion so einer Pilgerstätte wird freilich noch deutlich gesteigert durch die Heiligsprechung des Märtyrers. Und insofern darf man wohl die Absicht unterstellen, dass hier durch Darstellung und Text dieser Heiligsprechung Vorschub geleistet werden wollte. Pilgerstätten brachten Geld zum Pilgerort, das ist ja ganz klar. Und je berühmter der Pilgerort, desto mehr Menschen besuchten ihn, und desto mehr Geld floss in die Kassen dieses Ortes. Was der Text nicht sagt, und das möchte ich abschließend der Vollständigkeit halber dann doch noch erwähnen, ist, dass diesem ersten Prozess nur ein Jahr später ein zweiter folgte. Und diesmal unter dem Vorsitz des Bischofs von Ventimiglia. Davon erfährt der Leser nichts. In diesem zweiten Prozess wurde Anstoß genommen an der übermäßigen Schwere der Folter. Ja, da war es schon zu spät, ne? Die angeblich an der Tat Beteiligten waren ja schon hingerichtet worden. Und außerdem haben sich Verdachtsmomente erhärtet, sehr erhärtet, dass ein gewisser Zanesus, kein Jude, der eigentliche Mörder gewesen ist. Ja? Genau dieser Zanesus hatte Samuel schwer belastet. Und es wurde nicht nur damit erklärt, dass er durch diesen Belastungseifer von sich als Täter selbst ablenken wollte, sondern auch, es wurde herausgefunden, Zanesus hatte gegen Samuel einen Rechtsstreit verloren. Dem ging es um
Geld, das der Zanesus dem Samuel zurückzahlen musste. Dieses doch eigentlich wichtige Detail war dem Trienter Bischof im ersten Prozess entgangen, ne, sagen wir, entgangen. Ne. Zwischen 1477 und 1478 gab es sogar noch einen dritten Prozess, diesmal in Rom. Papst Sixtus IV. Kam seinem Bischof aufs Möglichste entgegen, indem er den ersten Prozess nicht für ungültig erklärte, allerdings dem Bischof Hinderbach die Weisung mit auf den Weg gab, in Zukunft die Juden in Frieden zu lassen. Dass der Text in der Chronik davon gar kein Wort erwähnt, ist bezeichnend. Ne? Denn wenigstens Schedel durfte mit Sicherheit von den beiden aufsehenerregenden Folgeprozessen gewusst haben und damit unterstützt dieses Blatt ein Motiv, das in den meisten Fällen den Legenden von Ritualmord und Hostienschändung unterstellt werden muss, nämlich die Etablierung einer Pilgerstätte. Darum ging es, die Etablierung einer Pilgerstätte und im besten Falle die Heiligsprechung der dort verehrten Person. Das brachte Geld. Und das bediente diesen pilgerfreudigen Markt, so muss man es nennen, des 15. und 16. Jahrhunderts und brachte, wie gesagt, reichlich Münzen in das Stadtsäckel. Und womöglich ungewollt bestätigt der Text diesen Beweggrund im Schlusssatz. Interessantes Zitat. Davon dann diese Stadt nicht kleine Aufung und Zuneigung empfunden hat und die Bürger daselbst haben diesem Leichnam ein schöne Kirchen aufgerichtet. Tja, das kann man dann machen, wenn genügend Geld zur Verfügung steht. Nun, die Schädelsche Weltchronik war nicht die einzige, die diese Simon-Legende verbreitet hat, aber sie war die auflagenstärkste. Und insofern trägt sie einen großen Anteil an der Verbreitung und an der Verstärkung des Antisemitismus, vor allem im deutschsprachigen Raum. Das sollten wir uns immer in Erinnerung rufen, wenn wir mit solchen Legenden konfrontiert werden. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir, liebe Emma, für deine Aufmerksamkeit und bei euch, meine lieben Freundinnen und Freunde der Kultur, für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns, der Emma und mir, gewogen, bleibt am Leben und wir sagen für heute Tschüss und Shalom.